freue mich sehr, hier und heute erneut im Botanischen Garten in Düsseldorf zu sein, erneut mit Claudia Grundei zu sein, die diesen Garten künstlerisch aufwertet, die aus diesem Garten, der schon immer sehr, sehr schön war, inzwischen eine feste Location, sagt man heute, glaube ich, neudeutsch, der Kunstszene in Duisburg gemacht zu haben. Was die Claudia hier geschafft hat mit dem Kunstraum Grün, ist schon mehr als bemerkenswert. Und ich denke, dafür kann man sich als Stadt Duisburg und als Kulturdezernent nur ganz herzlich bedanken. Als sie mir dann noch gesagt hat, dieses Ding wird nicht abgerissen, sondern das wird meinen Reichtum mehren, indem ich eine Galeristin werde, habe ich gesagt, okay Claudia, mach das, mach das. Und sie hat mir im Vertrauen zugesagt, dass sie 75% der Einnahmen der Künstler für sich vereinnahmen wird, um ein weiteres großes Projekt, was wir vor kurzem bei mir im Büro besprochen haben, zu refinanzieren. Nein, natürlich nicht, sondern ich denke, es ist tatsächlich die kleinste Galerie in Duisburg. Frau Schäfer, Sie werden dem nicht widersprechen. Sie ist deutlich kleiner als Ihre und auch deutlich kleiner als das Lehmbruck-Museum. Wir haben das Lehmbruck-Museum 50 Jahre gefeiert und haben das gestellt unter das Rundrum. Eine große Idee, aber ich denke, das, was du hier machst, ist mindestens genauso groß. Diese Idee ist mindestens genauso groß und deswegen schenke ich dir diesen Bildband, der besonders wertvoll ist, weil ein Grußwort von vielen Leuten drin ist. Also von vielen mir. Vielen herzlichen Dank. Und ich denke, was wir hier und heute erleben, ist das, was Duisburg neben der refinanzierten Kulturlandschaft aus dem städtischen Etat braucht, nämlich Empathie, Einsatzfreude, Ideen, Ideenreichtum und vor allem Spaß und einfach nur Lust an dem, den Duisburgern Kunst und Kultur näher zu bringen. Und das lebst du seit langem, ich erlebe es erst seit anderthalb Jahren, aber dafür mit voller Wucht. Seitdem erlebe ich dich als Frau, die für die Kunst, für die Kultur in Duisburg lebt, die das auch immer wieder mit neuen Ideen füttert. Und diese Idee, die kleinste Galerie hier anzufüttern, ist wirklich eine wunderbare Idee. Und ich freue mich sehr, vor allem, weil das ja nicht nur ist, wir setzen da mal was hin und dann ist gut, sondern du hast ein Programm, 6 Ausstellungen pro Jahr mit Frau Augustin Kaiser, gleich eine wunderbare Künstlerin, die diese Galerie genau mit dem tut, was wir uns erwarten. Und deshalb an dieser Stelle von der Stadt Duisburg, aber auch von mir persönlich, meinen ganz herzlichen Dank. Und viel, viel Erfolg für die nächsten 27 Jahre hier an der Kunstvitrine in Duisburg. Ja, danke schön. Das einmal ganz kurz. Also erstmal jetzt vielen herzlichen Dank, Thomas, für die vielen tollen Worte. Freue ich mich natürlich darüber. Ich möchte nochmal sagen, dass also ich natürlich sehr froh bin, dass heute Ute Augustin Kaiser hier ihre keramischen Objekte zeigt. Ute Augustin Kaiser ist eine Künstlerin, die kommt aus Ratingen und ist auch Mitglied hier im Duisburger Kunstverein. Jedenfalls war ich sehr froh, dass sie sich bereit erklärt hat, also ihre schon wertvolleren Arbeiten hier in die Kunstvitrine zu setzen, und weil das ist ja nun schon hier ein öffentlicher Park. Also, vielen herzlichen Dank nochmal, auch für dein Engagement. Und ich möchte jetzt aber den Herrn Thomas Kruzberg bitten, einmal bitte das Band durchzuschneiden. Das hat nichts mit Baufälligkeit zu tun. Wir haben vorhin hier wirklich richtig gefrickelt, damit das einigermaßen nett aussieht. Aber ein Eröffnungsband war einfach zu teuer. Das hatte mein Idee nicht mehr. Eins, zwei. Toll, die Kunstvitrine ist eröffnet.